Hätte man hier sogar umfahren können da oben, ne? Aber naja, war was vernünftig. Zackala. Vielen Dank, dass du den Weg freigeräumt hast. Das verkürzt die Reisezeit zwischen Stadt und der Fabrik um einiges. Hier, das ist für deine Mühe. Das gibt dann einmal 290 Erfahrung und 2350 Belohnung. Schön. Damit wieder und herzlich willkommen zurück zum Let's Play SnowRunner Dirt Truck Simulator auf dem PC. Folge 910. Sag nicht, ist wieder so ein. So ein unsichtbares Schadensmodell hier vom Dings oder was? Vom Bagger. Naja, was soll's. Wir machen mal weiter hier an dieser Stelle. Haben ja jetzt, denke ich mal, ausschließlich Asphaltstrecke vor uns. Hier ist die Brücke durchaus gesperrt. Ist auch keine Aufgabe. Dann wird es hoffentlich ein Auftrag sein, der uns hier auf die Brücke bringen wird. Ja, meine Hoffnung sieht dann auch genauso aus bei der Hochfahrbahnbrücke. Ja. Weiter geht's. Also. Wir haben schon die Hälfte unseres Spritterinos hier verbraten. Dann werde ich doch mal hier ranfahren. Hier ist er nämlich auch. Ich glaube, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite, oder? Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass da auf alle Fälle noch was passiert. Ja. Da müssen wir jetzt aber nicht hinten, sondern hier. Und das machen wir auch. Und dann wollen wir ja heute hier zugeschüttet 1 zumindest mal erledigen. Oh Gott. Boah, das kommt ja auch. Das ist ja ganz, ganz gruselig hier. Was ist das? Gut, nee, ja, wir waren auf der Seite. Richtig, hier, nee, stimmt, wir waren auf der Seite. Hier geht's einfach nicht hin. Tja. Ja, ich kann, wie gesagt, also... Müssen wir die Fähre in Ordnung bringen. Andere Möglichkeit sehe ich hier zumindest gerade mal nicht. Aber ich mache mir da gar keine Sorgen, das wird sich alles im Laufe der Zeit sowieso von selber klären. Also von daher erledigen wir erstmal andere Sachen, machen woanders hier unseren Fortschritt und dann der Rest kommt von selbst zu uns. So, und Asphaltstrecke war ja schön und gut hier. Ja, so besonders toll finde ich die hier gerade überhaupt nicht. Boah, wo war da aber mal? Das war hier aber mal hier, ne? Du Slower Gear, ja, ist vielleicht eine ganz gute Idee. So. Auch ein Weg. Ah ja, gut, von da wäre ich gekommen. Da könnten wir also theoretisch zurück. Weiß ich jetzt aber noch nicht. Ja, Gott, ich bin aber auch geschafft. Wenn ich nur wüsste, von was.
So, ich muss jetzt erstmal ganz kurz, das ist, wo ist meine Maus? Da, so. So. Moment, nicht Anhänger entfernen, sondern lösen, okay? Das wäre jetzt ein Pain gewesen. Um ein Haar. Brauchen wir jetzt allerdings noch nicht, aber für die Zukunft sicherlich wird er uns von Vorteil hier sein. So, wir haben jetzt hier Stahlträger, einen brauche ich ja auch nur, das heißt, ja, wir haben alles, was wir brauchen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch, dahin. Da kommen wir aber diesmal den direkten Weg, also. Jetzt haben wir ja auch keinen Anhänger mehr dran, das heißt eigentlich, sollten wir mit dem Track hier eigentlich relativ grundsolide durchkommen können. Also, ja. Let's go. Ja, nur noch 90 Folgen davon entfernt, dass wir hier vierstellig sind. Das ist natürlich schon auch so ein kleines, beziehungsweise ein großes Ziel natürlich, mal ein Let's Play mit 1000 Folgen gemacht zu haben, kann glaube ich auch nicht jeder von sich behaupten. Das ist natürlich schon was, worauf ich hier auch mit diesem Let's Play gerade hinarbeite. Und das ist natürlich jetzt nicht, wie es manch anderer YouTuber schon gemacht hat bei solchen Let's Plays, dass dann manche Folgen irgendwie keine 10 Minuten lang sind oder so. Ne? Bei mir ist das hier wirklich dann auch ein richtiges Let's Play. 20 Minuten pro Folge mindestens. Ja, plus minus 2-3 Minütchen, ne? Das ist klar, aber keine kurzen Folgen. Hier richtig schön Content, richtig schön Laufzeit. Das ist dann auch durchaus mal eine saubere Leistung, würde ich sagen. Soll erstmal jemand nachmachen. Ein paar haben es natürlich schon gemacht, ist klar. Aber was SnowRunner angeht, muss ich sagen, habe ich niemanden gesehen, der das so hat. Also ich habe schon manche gesehen, die haben auch schon 400, 500 Folgen. Aber also in unserer Region, was SnowRunner angeht, kann ich glaube ich sagen, wir haben so glaube ich mit das größte SnowRunner Let's Play auf ganz YouTube. Ob man darauf jetzt stolz sein möchte oder nicht, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Aber ich persönlich bin da eigentlich ganz, ja, das ist schon eine Sache. Oh ja. Nicht so weit innen. Einfach abliefern.
an sich kein Problem für den Truck hier. Also das ist alles schon in Ordnung. Mit dem Anhänger hätte es auch geklappt hier, aber ich bin jetzt nicht böse drum, dass wir da mit dem Anhänger dann den langen Weg um auf der Asphaltstraße gemacht haben. Ich glaube, hat besser funktioniert. Definitiv. Ja, mit dem Zoom finde ich jetzt hier natürlich wieder nicht so ganz toll. So ein bisschen Erde will mir sagen, der Motor Schrott, ja. So. Hätte man hier sogar umfahren können da oben, ne? Aber naja, war was vernünftig. Zackala. Vielen Dank, dass du den Weg freigeräumt hast. Das verkürzt die Reisezeit zwischen Stadt und der Fabrik um einiges. Hier, das ist für deine Mühe. Das gibt dann einmal 290 Erfahrung und 2350 Belohnung. Schön. Und eben den Weg hier. Gut, was hat er als nächstes? Leerlauf? Ah. Wartet nicht hier? Ah. Wenn die Ladezone jetzt hier ist. Warum nicht? Also, pff. Ist doch eh auf dem Weg, ne? Zement 4. Hat er da. Naja, ich meine, das ist doch genau hier. Das ist ja. Warum jetzt nicht das machen? Ja. Kraftstoff ist genug da, wir kommen an der Werkstatt vorbei, also von daher. Alles tip zum Top. Jetzt müssen wir mal schauen, ob der überhaupt Sprit hat, ob der vielleicht auch uns bei der Arbeit helfen kann, der andere Truck. Oder ob wir den komplett ziehen dürfen. Das Schöne ist größtenteils Asphaltstrecke, dementsprechend, ja. Ja. Guck mal, hatte ich mich noch beschwert, dass der hier ein bisschen im Weg steht und es suboptimal ist, zack. Und erledigen wir das, weil es jetzt hier gerade eigentlich wirklich, also, ja, tipptopp auf unserem Weg ist. Also.
nervig. Warum? Ja, das geht natürlich nicht. Klasse. Vielleicht machen wir es auch doch nicht. Mann, wieso hat er die denn nicht geladen? Jetzt muss ich... Ist doch Mist. Warum macht das Spiel sowas einfach nicht? Das ist doch scheiße jetzt hier. Kann man nicht machen. Mann. Ja, dann ist jetzt so. Dann muss ich das separat machen. Toll, danke euch. Liebe Entwickler, habt da ganz toll gemacht. Jetzt habe ich auf dem Truck halt nicht den Dings drauf, die Kupplung, ne? Dementsprechend. Ich muss eh zurück, von daher. Vielleicht bringen. Ach, das ist doch jetzt aber Mist. Ich fahre erstmal bis zur Garage und dann überlege ich nochmal. Ist ja nicht weit hier. Ich hole den Anhänger gleich noch. Ich werde den holen. Wer? Der Anhänger hat eine hohe Kupplung. Ich weiß es nämlich leider jetzt nicht. Bah. Das sehe ich jetzt gar nicht ein. Mach mir doch jetzt nicht die Mühe, oder muss ich das doppelt machen? Nee. Nee. Gibt's nicht, machen wir nicht. Das ist Blödsinn. Alter, die Sonne. Jawohl, wenn das jetzt nicht geht, Alter. Das ist eine hohe Safe. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Okay. War eine niedrige. Wir haben nochmal Schwein gehabt hier, ne? So, das Geile ist, den Anhänger muss ich ja scheinbar nicht abgeben. Das heißt, der gehört mir dann schon mal. Dann hätte ich hier erstmal schon mal das mal. Ist auch ein 5er-Anhänger. Gut.
wäre ja schon mal was, wenn ich den behalten kann. Werden wir nächste Folge rausfinden. Ich bringe den jetzt noch zum Truck und dann nehmen wir den Truck mit der Winde hinterher. Da können wir nämlich doch beides gleichzeitig abliefern, wie es ursprünglich auch geplant war. So, würde mal sagen, nächste Folge geht es dann hier weiter und ich danke ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.